Geschichten und Offenbarung haben wir geschafft und jetzt gibt es die Blutlinie, Kapitel 10. Die Blutlinie also. Die meine Blutlinie. Was ist das? Achso. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Come on. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Jetzt müssen wir ganz zurücklaufen. Okay. Die Sonne geht aber fast unter. Dein Besuch. Das war also... Ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Das wollte ich auch erwähnen. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Ja, aber wir haben auch schon erlebt, wie das gehen kann. Oh, weiß der Aal? Petri Heil, ne? Nee, keine Wegelagerei hier. So, auf geht's in die Ruinen. Gehen wir mal wieder rechts rum, oder? Müsste doch gehen für uns. Oh nee, da sind wir so tief runtergeschwommen, da kommen wir nicht wieder rein. Wir müssen hier wieder durch. Ah, ich hab's zum Gefühl, da wartet gleich jemand auf uns. Warum auch immer. Nein. Sehen wir uns die Karte nochmal an. Hier geht's runter. Alles klar. Hopp. Okay. Also gut. Ist hier irgendwo ein Turm? Nein, aber könnte dieses Symbol unsere Kapelle sein? Die, wo sie hingebracht wurde? Ja, stimmt. Sie scheint zu brennen. Ist bloß ein Bild. Das Heiligtum ist dort. Also muss die Kapelle auf dem Weg zum verzierten Baum liegen. Wahrscheinlich hinter den Windmühlen. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Los, Hugo, wollen wir nachsehen, wie weit sie mit den Vorbereitungen für die Feier sind? Alles klar. Mit dem Schiff fahren. Vielleicht springen sie ja über Feuer oder machen andere sichere Sachen. Jedenfalls sehen wir es uns an. Sicher, sicher, sicher. Let's go. Wieso kommen wir denn? Kommen wir nicht hier hoch? Kletter hoch. Nice. Ja. Was sollen wir in der Kapelle finden? Warte mal, wenn das eine Festung ist mit einem Turm, haben sie sie vielleicht da hochgebracht? Wenn man sowas mal in echt finden würde, ne? Huch. Halt, ein Gefäß. Wichtig. Und hepp. Aha. Wir kommen dem Ende näher auf jeden Fall, das spüre ich. Hoch. Wir müssen springen. Ja. Dann waren wir da oben. Da oben gab es doch, glaube ich, auch Bilder. In deren Festung. Ja, das würde ja passen. Das, da hinten und dann da. Wird das schon so alt sein, die Festung? Erwarten. Durch die Blumen. Yay.
Fuck. Und noch mal. Yay. Das da drüben ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist ja alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Naja, wir haben gerade Prophezeiungen von vor 500 Jahren. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Gesehen. Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. 1400, 1500 oder sowas spielt das hier. Wir finden etwas in dieser... Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Ja. Bleib in Sicht. Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Du hast keine Ahnung, was dieses Kind durchgemacht hat. Was ich durchgemacht habe. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Das kriege ich hin. Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Ganz genau. Oh nein, schon wieder in so einem Kletterspalt. Okay, wir schaffen das. Mir nach, edler Ritter. Die Taste vergessen habe, um mich stehen zu lassen. Vorsicht beim Landen. Alles klar. Ah, hallo. Ich glaube, ich weiß nicht. Nee, da unten ist noch der Leuchtturm, ne? Was ein Ausblick. Ich glaube, ich muss mal irgendwo hin wandern, wo man so einen Ausblick hat. Okay, haltet euch fest. Dieser Turm könnte jederzeit einstürzen. Ich glaube, das war's. Gehen wir? Ja, gehen wir weiter. Eine Festung gilt es zu erobern. Eine Kapelle dabei. Warum guckt sie jetzt so böse? Die Festung. Ach du Scheiße. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Wer ist da unten? Gehen wir. Wer ist da unten und wer wartet dort auf uns? Hm. Leute vom Orden? Das könnte natürlich sein. Aber wenn die Leute vom Orden uns erwischen, das wäre gar nicht gut. Die wollen nichts Gutes für Hugo. Kein leichter Abstieg. Das sind richtig gute Schuhe. Können wir das mal kurz bemerken hier? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Die Seefahrerin weiß, wovon sie redet. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet?
als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Außerdem hast du jetzt kein... Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Vertrau der Seefahrerin. Ihre Schulter tut weh. Sie weiß, wenn der Sturm aufzieht. Sag mal, Hugo, hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Erstmal springen wir runter. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. An der Stange? Vielleicht mit der Armbrust? Was? Eieiei. Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. So ein fetten Haken. Oh. Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das, solange du nicht springst? Es hält für das, was es halten muss. Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst das du schon eine richtig was mehr? Coole... Noch nicht. Oh, unser Privatstrand. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst, wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Können wir kurz mal an unserem Privatstrand hier gucken? Wir gehen gleich weiter. Aber ich meine... Das Boot sieht sehr, sehr alt aus. Hier war bestimmt lange keiner mehr. Welche Geschichte wohl dahinter steckt? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Igitt! Danke, Sophia. Gern doch. Gern doch. In einen ewigen Schlaf gewiegt. Und dann sind sie tot. Menschen sterben. Die haben die Eigenart. Wir haben diese Eigenart. Aber alles gut. Ich habe noch zwei Bolzen, eine Tasche voller Stuff und eine unglaublich gute Crew. Oh, seht mal. Ach, da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Oh, das Gebäude ja. Links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Amicia, das Blut. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Wen ketten die hier fest? Komm, hoch mit dir. Alles klar. Der ist ja noch nicht lange hier. Der ist keine Woche hier. Die Möwen hätten ihn schon längst auseinandergenommen. Die Fluten hätten ihn weggespült. Fische, Krabben, alles hätte ihn zerfressen, aber... Er ist frisch. Genug gehabt, Kumpel! Was? Genieß die Freiheit! Noch einer. Leise. Was zur Hölle? Er ist über uns. Der Drecksack hielt nicht still. Wir müssen... Wer ist das? Weiß nicht, bleib unten. Da sind noch mehr.
sind die? Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Genau. Ich Was glaube... Es war ein Fehler von dir, herzukommen. Du glaubst, mich umzubringen? Wir kennen das ja schon. Mistkerl. Amicia? Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Alles gut, ist gut. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. Scheiße, Mann. Warum streifen die hier denn so rum? Excuse me. Verpiss dich. Ich schieß den Stein an den Kopf. Ihr seid keine guten Menschen. Belger, er weiß nichts von uns. Seht mal, noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Melos Vorhaben jagt mir Angst ein. Wir mischen uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß nicht, dass sie ihm wehtun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, mehr von denen, dass Milo uns befragt. Sei mir nicht so sicher. Er will allein das Sagen haben. Wenn er noch mächtiger wird, wird das nicht besser. Stimmt. Ein paar Krümelgold sind aber trotzdem noch Gold. Da hoch. Hm.
weit! Die kriegen wir schon! Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu, was getan werden muss. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Scheiße, die machen da unten. Das Weg ist kein leichter, aber die Beschützerin muss dafür sorgen, dass ihr Schützling auch ankommt. Weg. Du kennst ihn? Zeitverschwendung. Durch. Tür zu. Nur zwei. Jetzt. Ich glaube ja. Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Oder wir gehen einfach hier durch? Amicia, warum sind hier Sklavenhändler? Warum hier? Es ist einfach Pech. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. Wer? Ja. Ah, wir haben hier ein Seil. Ah. Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Mal sehen, was das bewirkt. Das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Die Kette wirkt immer noch stabil. Achtung, ich ziehe weiter. Das wird bestimmt laut werden. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Ja. Warum sind wir nicht einfach über Felsen geklettert, die da vorne waren? Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Gehen wir hier durch. Der Ort war so schön. Er kann es immer noch sein. Ich weiß nicht. Ja, die Lüge dieses Ortes. Siehst du das, Hugo? Löwenfedern. Lass sie. Warum? Sie ist so schön. Von einem Raben. Das ist ein dunkler Vogel. Ein gerissener Vogel. Hat die Leute glauben lassen, er sei böse. Damit sie ihn in Ruhe lassen.
Oh, er ist nicht finsterer als Menschen. Du solltest mich früh morgens sehen. Finsterer geht nicht. Kletter hoch. Ja. Sie ist wohl kein Morgenmensch. Oh, da ist noch eine Werkstatt. Aber ich glaube, wir haben kein Werkzeug gefunden, oder? Mal sehen, was sich machen lässt. Gar nichts. Das ist aber okay. Wir sind auch schon ziemlich gut ausgestattet, muss ich sagen. Und wir nähern uns der Festung. Aber wir müssen doch erst mit diesen Sklavenhändlern hier fertig werden. Oh oh. Oh oh. Nein. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Naja. Warum der Bart? Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Die Rappen. Unsere Sklaven entkommen. Und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht ein blödes Maul! Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Dias darf den Anfang machen. Scheiße. Es geht alles von vorne los. Wir müssen ihnen helfen. Zu spät, Hugo. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Stopp! Ah! Was tust du denn da? Ich wollte sie aufhalten. Hugo! Du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil... Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Tja. Hugo, hör zu! Welcome to my world. Hugo! Was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt, was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Vedor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Und wenn es auf meiner Seele lastet, muss es nicht auf seiner Seele lasten. Sophia. Sophia. Es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut. Gehen wir weiter. Ja, willkommen in unserer Welt. Geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Ja.
Was ist da drüben? Willkommen in unserer Welt, wo alles Schöne daran endet, dass wir einen Rattenbesuch bekommen. Schöne Städte, schöne Orte. All das zerstört von Ratten. Doch wir sind stets auf der Suche. Oh mein Gott. Doch wir sind stets auf der Suche nach der Lösung dieses Problems, Sophia. Das kannst du uns glauben. Gott, am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Ist das... eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal... mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Das ist keine Welt für ein Kind. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Das ist keine Welt. Und auch Hugo wird seine Träume verlieren, wie einst Sophia. Doch vielleicht steht am Ende dieser Reise... Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Oh, Scheiße. Ganz langsam. Was kann der Typ für den Sohn? Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Ein rosiges Bild. Der Typ muss sich wieder wegdrehen. Ich will gar nicht wissen, was uns in dieser Festung erwartet, oh mein Gott. Wenn der Typ hier draußen schon so viele Leichen hingehangen hat, was soll uns denn erst in der Festung erwarten? Wir haben keine Wahl. Sturm zieht auf. Oh, du hattest so recht, Sophia. Du hattest leider so, so... Milo meinte, er arbeitet für die Gräfin. Sie und der Graf gaben ihm von diesem Ort ein Stück Land und das Recht, Leute zu verkaufen. Dafür bekommen sie einen Teil des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. Ja. So ist es in Wahrheit. Bewegt den Wagen zur Kapelle. Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Was machen sie denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, das wäre unser Weg gewesen. Die Mauern sind alt. Es gibt bestimmt eine Öffnung.
Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Ein Geräusch? Was ist das? Wir kommen hier nicht weiter. Scheiße. Ach, das wäre mein Eingang. Es stinkt so sehr. Ja, wie halten Sie diesen Gestank nur aus? Da geht's durch. Gehen wir hier durch. Kirschblütenbaum. Das Tanzen, die Musik, die Blumen. Hey, die Windmühle. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein, aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Und Sophia ist nicht weggerannt. Auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Hey, wer hat dich reingelassen? Misia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Bitte! Nimm ihn runter! Geht's dir gut? Danke. Verdammt, Amicia. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, wir Sophia? Wir sind quitt. Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Wir sind quitt. Gehen wir weiter. Wir sind quitt. Du darfst gehen, wenn du möchtest. Das muss das Fallgitter bewegen. Bringt nichts. Gehen wir weiter. Ja. Sophia, es ist mein Ernst. Wenn du hier umkehren willst, kannst du jetzt gehen. Hugo und ich. Schon alle überprüft? Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt. Ja, das wurde aber auch Zeit. Nicht gut. Jetzt. Hier rauf!
werde zur Kapelle gehen! Ich schließe die Blutlinie! Es sind so viele. Ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle, Hugo. Keine Panik. Denk nach. Sieh dich um. Gar kein Problem. Wir haben dort Feuer. Was jetzt? Hey, hier. Sophia, da bist du ja. Ha, was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Oh. Das Ding ist unglaublich. Warte, was? Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Was? Kommt runter. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Wird erledigt. Gut, die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Ich wollte gerade sagen, ja, Sophia, hallo. Mahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Ah, so. Ich weiß schon, was jetzt hier passiert. Guck mal, wir müssen Sichtkontakt halten zu dem... Halt! Geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Das ist okay, ist okay. Hier drinnen kommen sie nicht rein. Was ist das? Kein Messer. Ah, so ein Ärger. Da vorne gibt es dann eine Fackel. Alles wird gut. Wir kommen da durch. Funktioniert. Aber es funktioniert sehr gut. Gut, wir machen Fortschritte. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Natürlich, dumme Frage. Ja. Ach, hey, lass gut sein. Geborgt. Sophia, du hast keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Ich bahne uns einen Weg. Das hat genug gemacht. Extinguish. Ja gut, das hätte ja keiner ahnen können. Ja, also, wir müssen eine Fackel nehmen. So. Geht doch. Oh, sie kommen durch. Ja, diese kleinen Schmarotzer. Verstanden! Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden.
Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, gehen wir rüber. Mit ihm hier. Schläft er? Wartet er auf irgendwas? Im Übel? Gott. So viele Ratten. Was ist mit ihm? Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Das ist unser Weg. Schaut, sie gehen auch rüber. Lass, sie können uns helfen. Sie haben den Graben überquert. Scheiße, nimm die Fackel nach oben, das Projekt hier auf. Das war's. Wir müssen am Fallgitter vorbei. Was macht Milo? Sie kommen uns viel zu nah. Als Gefangene musste Ilia genau denselben Weg gehen. Was nur mit Basilius passiert ist. Er war traurig. Ilia ist die Antwort, nach der wir suchen. Es wird immer spannender. Warte. Wir haben doch noch den Odris. Töten. Wir sind über dem Tor. Die Kurbel müsste hier sein. Da ist die Kurbel. Doch an dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Und das nächste Mal schauen wir uns dann an, was es im Innenhof von dieser Kapelle und mit der Geschichte, die uns da erwartet, auf sich hat. Ich wünsche euch jetzt allen noch eine schöne Nacht. Träumt von den Ratten. Genießt die Dunkelheit. Ich bin euer Marv. Ihr wart bei der Eulenproduktion. Und damit entlasse ich euch in die Nacht. Auf Wiedersehen.